Hallo, willkommen zurück zu EverQuest Next Landmark in der Alpha-Version mit dem kleinen Dagalin, der euch ja beim letzten Mal gezeigt hat, was ihr bekommt, wenn ihr zur Geldbörse greift und euch EverQuest Next Landmark, das Free-to-Play-Spiel, also das grundsätzliche Free-to-Play-Spiel, doch mit ein paar Euro kaufen wollt. Und in diesem Video werden wir einfach mal jetzt durch so ein erstes Stadtgebiet des Spiels durchstromen und schauen, wie wir hier so vorankommen mit dem Abbauen. So eine Art kleiner Mining Guide für das erste Tiersystem, denn ich laufe jetzt hier schon mal so durch die Gegend, während ich einfach weiterrede. Denn EverQuest Next Landmark ist nicht nur ein Bastel- und Aufbauspiel und Kreativspiel, sondern ähnlich wie ein Minecraft müsst ihr euch die Ressourcen erst einmal besorgen, die ihr dann letztendlich verbauen wollt. Mit dem ihr dann eigene Schlösser, Häuser, Burgen, was auch immer man bauen möchte, Brücken, Baumhäuser und sonst was für Maschinen. Die müsst ihr euch erstmal besorgen, indem ihr sie abbaut. Dazu gibt's zwei grundlegende Werkzeuge. Einmal die Pickaxe, also eine Spitzhacke, und einmal eine normale Axt. Logischerweise, die Spitzhacke ist dafür da, dass ihr alles, was so am Boden ist, also Mineralien und so weiter, abbauen könnt und Sand und Schmutz und was es da nicht alles gibt und Kupfer. Und die Axt ist dafür da, dass ihr Holz besorgen könnt. Und das sind eigentlich schon die zwei grundlegenden Handwerksgegenstände. Es wird dann noch später sowas wie Eimer und so weiter geben, damit ihr Flüssigkeiten transportieren könnt. Na, was halt in diesen ganz normalen, unkreativen Aufbauspielen eben so erwartet wird. Dazu wird das Ganze hier alles in 5 verschiedene sogenannte Tierstufen unterteilt sein. Das heißt, die Welt ist keine große zusammenhängende Welt, wie man sie vielleicht aus einem MMORPG erwartet, sondern ein Server besteht aus mehreren Kontinenten. Ich kann euch jetzt einfach mal, indem ich die Karte öffne, so einen Tier 1 Kontinent zeigen. Von denen gibt es verschiedenste mit unterschiedlichen Vegetationszonen. Hier hätten wir jetzt eben Grünland, Grasland. In der Mitte relativ viele Kupfervorkommen, wie ihr seht, und an der Seite gibt es ein bisschen Wüste. Es gibt noch sowas wie Lavawelten, Schneewelten. Das ist momentan noch nicht alles in der Beta-Version, in der Alpha-Version drin, wird aber dann zum fertigen Spiel wohl hoffentlich da sein. Ihr könnt jederzeit mit diesem Portal da in der Mitte von einer Welt, von einem Kontinent zum nächsten euch teleportieren und euch da ja mehr oder weniger so kleine Besitztümer, also Teile der Spielwelt, euer eigen nehmen. Grundsätzlich dürft ihr in der ganzen Spielwelt eigentlich Ressourcen abbauen. Es gibt immer mal so kleine Gebiete, die eben einem anderen Spieler gehören, in denen selbst dürft ihr nichts abbauen. Logischerweise, es gehört ja einem anderen Spieler, ihr wollt ja dem nicht sein Stück Land zerstören. Aber die Spielwelt ist zum größten Teil so aufgebaut, dass ihr da einfach losziehen könnt und was abbauen könnt. Es geht logischerweise, indem man auf dem Hotkey das Werkzeug auswählt und jetzt könnte ich hier bestimmt den Dreck abbauen. Es gibt sogar Stein dazu. Und ihr seht, mit dieser einfachen Standart Steinaxt kann ich eben mich in die Erde reinbuddeln. Der blaue Kreis zeigt an, wo ich was abbaue, welche Punkte, und links unten im Chatfenster seht ihr dann, was ich letztendlich aufsammle. Das wirkt jetzt hier im Moment vielleicht recht viel, also indem ich hier mal gerade sowas wie Schmutz 13 Stück mit einem Schlag bekomme, das ist ja eigentlich ganz nett. Dazu gab es auch weiter oben schon mal Stein, wenn ich mich nicht irre. Genau, da gab es ein bisschen Stein und warum auch immer ein bisschen Kupfer. Und das landet dann nach und nach in eurem Inventar, in eurem Ressourceninventar. Und ihr könnt das dann letztendlich benutzen, um damit an einer Werkbank was Neues zu bauen. Oder das einzuschmelzen und dann nach und nach in eurem eigenen persönlichen Claim eben Gebäude oder Maschinen aufzubauen. Wirkt vielleicht ganz uncool und ziemlich langweilig, ist aber genau das, was, wie ich finde, ein Handwerkssystem ausmacht. Also ich brauche da nicht irgendwelche fancy Minispielchen. In einem Minecraft habe ich Tage, Wochen und vielleicht sogar Jahre damit verbracht, mich in die Erde reinzubuddeln und nach unterirdische Labyrinthe freizulegen, besondere Ressourcen zu finden, also alles das, was man sich letztendlich wünscht. Da muss es nicht irgendwie mit crazy Geschicklichkeitsspielen zu Gange gehen oder so, sondern es reicht mir persönlich, wenn ich hier einfach drauf losschlagen kann und sehe, wie ich mich nach und nach einarbeite.
richtig interessant wird das allerdings auch wieder nur im eigenen Gebiet, also das Gebiet, was ihr persönlich für euren Spielcharakter annektiert habt, also euer ganz persönlicher Claim. Denn diese offene Spielwelt, wo ich jetzt gerade bin, die wird sich mit der Zeit wieder regenerieren. Das heißt, ich kann jetzt hier so ein schönes Loch reingraben und dort sehr, sehr viel Schmutz rausholen. Aber wenn ich jetzt hier einfach immer weiter runtergehen würde und mich in die Erde so richtig mit einem Tunnel reinbuddeln würde, würde dann nach und nach irgendwie so in 10 Meter Entfernung von mir, hinter mir, dieser ganze Tunnel wieder mit der Zeit zuwachsen. Auf natürliche Art und Weise. Denn sonst würde diese Spielwelt, diese offene Spielwelt, ja irgendwann komplett leer sein, weil alle Spieler die komplett abgebaut haben. Das mag jetzt auch vielleicht ein bisschen verwirrend geklungen haben, deswegen muss ich das mal noch präzisieren. Diese offene Spielwelt ist auch das, wo die einzelnen Spieler, also diese Millionen und Abermillionen von Leuten, die dann irgendwann EverQuest Next Landmark spielen werden, wo diese ihre persönlichen Claims haben. Das heißt, ich kann in diese Spielwelt hier gehen, in diese offene, könnt ihr jetzt hier was abbauen und das würde alles wieder heilen. Wenn ich jetzt aber dieses Gebiet hier mit dieser Claim Flag für mich beanspruchen würde, was momentan nicht geht, weil das hier im Großen und Ganzen geschützt ist, dann könnte ich wirklich alles in diesem persönlichen Claim, der dann mir gehört, abbauen. Das heißt, ich könnte diese kompletten Steinvorkommen hier rausschlagen und die würden sich nicht automatisch wieder regenerieren, sondern sie würden so bleiben, wie ich sie hinterlassen habe. Es gäbe dann noch Möglichkeiten, wie ich als Spieler das wieder rückgängig machen kann, aber in seinem ganz persönlichen Claim heilt die Welt nicht automatisch wieder. Interessanterweise sind diese Claims nicht Nase an Nase, das heißt, ihr werdet nicht direkt neben anderen Spielern sitzen. Ich kann ja doch mal die Karte aufrufen wieder. Sondern wenn wir das jetzt hier als Spielwelt haben, dann seht ihr die ganzen Vierecke, die ganzen Quadrate. Und das sind nicht etwa die Claims, sondern ich kann, wo sieht man es denn mal besonders gut? Ich könnte jetzt hier drauf gehen. Dieses kleine Viereck, das ich jetzt mit der Maus umzeichne, das ist ein Claim eines Spielers. Also nur in diesem Gebiet kann ein Spieler selbst Dinge bauen und alles, was er da drinnen verändert, wird auch permanent so bleiben. Um dieses kleine Viereck herum sehe ich es irgendwo. Gibt es nochmal ein größeres Quadrat? Das müsste in etwa, weiß ich nicht, man sieht das hier nicht, weil sich's umlappt, das müsste in etwa das hier sein. In diesem Quadrat drinne kann kein anderer Spieler seinen Claim abstecken. Und das ist quasi die offene Spielwelt. Also dort kann man, selbst wenn einem dieses kleine Quadrat als Claim gehört, in diesem größeren Bereich um den eigenen Claim ringsrum, dort wird sich die Spielwelt immer wieder regenerieren und kein anderer Spieler kann dort seinem Claim aufstecken, sondern erst wieder in dieser Entfernung, ihr seht das hier, in etwas sicherer Entfernung kann man das dann erst wieder machen. Wobei das jetzt hier nicht ganz passt, weil die Karte noch verbuggt ist, hier ist noch ein anderer Server mit drin, deswegen überlappt sich das ein bisschen. Ist vielleicht eine schlechte Idee, das an diesem Beispiel zu zeigen. Also andere Spieler können auch den eigenen Claim eines Spielers, also wenn ich jetzt hier einen habe, die könnten den auch betreten und da drin rumlaufen, aber wenn ich denen keine Rechte gebe, dann können sie dort dran nichts verändern. Es sei denn, ich gebe die Rechte frei, dass auch andere Spieler damit rein können. So, und weil wir in einer Tier-1-Welt sind, bauen wir doch mal das ab, was am wichtigsten ist an Ressourcen. Das wäre einerseits die Steine, die seht ihr ja, die habe ich jetzt hier zum Teil mit abgebaut, rechts von meiner Spielfigur, von dem kleinen Dagalin. Ist ein großes Steinvorkommen, ist klar. Ansonsten besteht diese Erde hier aus Dirt, also ganz normaler Schutt und Erde eben. Und dieses orangefarbene ist ein Kupfervorkommen. Das Kupfervorkommen will ich logischerweise abbauen, denn Kupfer braucht man, um bessere Ausrüstung, Werkzeuge und so weiter herzustellen. Auch das ist relativ Standard, sowohl in Fantasy als auch in allen anderen Handwerkssystemen. Es geht immer mit Kupfer los. Irgendwann kommt dann noch Zinn dazu, Eisen dazu. Also Zinn als Zwischending, das man dann braucht, um letztendlich Bronze herzustellen. Also was dann genauso funktioniert, das hier auch. Das heißt, in diesem Tier 1 Gebieten habe ich einerseits Kupfer, ich habe Zinn, ich habe normale Erde, ich habe Steine, Sand, Kohle und dazu noch einige wenige
bessere oder seltene Gegenstände, Materialien. Das wäre einerseits Agate, das sehr häufig unter der Erde vorkommt. Das heißt, da muss man sich wirklich erstmal ein bisschen reinarbeiten. Und zwar ist das am Ende von Zinnvorkommen am meisten. Und es gibt Turmalin. Das ist noch viel, viel seltener und auch da wieder am Ende von diesen Kupfer- oder Zinnadern wird man da was höchstwahrscheinlich finden. Und dazu kommt noch, dass jedes dieser Vorkommen noch sogenannte Elemente haben kann. Also ihr seht, ich habe jetzt Kupfer abgebaut und habe die bessere Version, die eben blau dargestellt wird, ein Elementarkupfer abgebaut. Dazu gibt es noch Elementarzinn, logischerweise. Und die Essence of Earth aus der Erde raus. Also etwas seltenere Gegenstände oder Materialien, die man braucht, um im Handwerkssystem dann eben bessere Dinge herzustellen. So. So wie es aussieht, habe ich bei diesem Kupferader hier kein Glück, werde da wohl keinen Zinn am Ende finden. Also nochmal der Hinweis, ich bin jetzt nicht auf meinem eigenen Grund und Boden, sondern in der offenen Spielwelt. Das heißt, soweit kann ich mich ohne Probleme reinarbeiten, ohne dass es zurückgesetzt wird, ohne dass es die Welt wieder um mich rumheilt automatisch. Wenn ich da jetzt noch eine Viertelstunde dran rumbuddeln würde, würde es dann irgendwann so sein, dass sich dieser Tunnel hinter mir wieder schließen würde. Wir machen es jetzt einfach mal, weil es Spaß macht. Das geht jetzt logischerweise alles noch sehr langsam vonstatten, denn wie soll das anders sein? Es gibt natürlich nicht nur 5 verschiedene Stufen für die Materialien, die man in der Spielwelt finden kann, sondern wir basteln das hier oben mal noch weg, der Gang ist nicht hoch genug für mich, sondern auch 5 verschiedene Stufen oder 4 verschiedene Stufen. Nein, es gibt 5 verschiedene Stufen für die Handwerkswerkzeuge, die man eben braucht. Das heißt, mit dieser Stufe 1 Steinaxt kann ich logischerweise in diesen Stufe 1 Gebieten eigentlich alles abbauen. Habe ich absolut keine Einschränkung. Wenn ich allerdings dann bessere Elemente wie zum Beispiel Eisenerz in Stufe 2 Gebieten abbauen möchte, bräuchte ich eine Bronzeaxt. Wie baue ich mir eine Bronzeaxt? Na, logischerweise, indem ich in Stufe 1 Gebieten Kupfer und Zinn abbaue, einschmelze. Und dann mit ein paar Holzbrettern zusammen, die für den Griff herhalten müssen, mir eine Bronzeaxt herstelle. Ganz einfach. Das kann übrigens jeder Spieler von Anfang an machen, denn an diesem, gehen wir nochmal hier drauf, an diesem Transportsystem zwischen den Kontinenten gibt es auch die erste oder die einfachste Version der Handwerkswerkbänke. Also Ofen und was man eben alles so braucht. Und das kann jeder benutzen, jeder Spieler, um einfache Ressourcen einzuschmelzen, um aus normalen Holzplanken, die ihr eben bekommt, wenn ihr Bäume fällt, um daraus dann andere Holzarten und so weiter herzustellen oder um eben bessere Handwerksbänke herzustellen, also Werkbänke herzustellen. Denn logischerweise braucht man dann für die höheren Stufen des Handwerks auch bessere Werkbänke, bessere Öfen. Wie man das kennt, ne? So ein einfacher Ofen ist nicht heiß genug, der kann das ganze tolle Material nicht einschmelzen. Und sieht das da so aus, als ob ich da noch was anderes erhalte? Ist das da So. Das Zinn, ihr seht, an diesem Kupfer, an dieser Kupfermine, die ich hier gefunden habe, ist tatsächlich Zinn am Ende. Aber mal schauen, ob ich das mit dieser Axt kann. Ich glaube aber nicht. Doch! Glück gehabt. Mit der Stufe 1 Steinaxt könnte ich das Zinn hier hinten nicht abbauen. Also da geht es schon los mit diesem Tiersystem. Ich hätte mir dann erstmal eine bessere Axt herstellen müssen. Und ja, musste ich jetzt nicht, weil ich eben diese Gründeraxt besitze, die man schon dann bekommt, wenn man 17 Euro die Beta, für 17 Euro die Beta-Version kauft. So, und hier ist doch schon ein hübscher Tunnel entstanden. Ja. Doch genug davon, wir wollen hier auch noch ein bisschen was fällen. Und zwar diese Palme. Auch das geht wieder, ihr seht, unten im Chatfenster bekomme ich jetzt ganz normale Holzscheite ins Inventar. Dazu gibt es noch ab und zu die Spezialgegenstände, das wäre dann wieder das Blaue. Es gibt noch ein bisschen
andere seltenere Gegenstände, die man eben am Holz abbauen kann. Das heißt, wir können ja sowas wie Blätter und so weiter rausholen, rausschlagen. Und Rinde und was man nicht eben alles braucht abseits des Holzes. Das Wichtige oder Witzige bei diesen Handwerksgegenständen, bei diesen Werkzeugen ist, dass sie alle eine Reichweite haben, bis wohin sie abbauen können. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich mit dieser nicht weit genug schlage. Also ihr seht das, diese Spezialaxt, die man bekommt, wenn man das Spiel eben für die Beta-Version kauft. Diese Gründeraxt. Ja, eine Kombination aus Spitzhacke und Axt ist. Die schlägt nicht, deren Radius zum Abbauen ist nicht groß genug, sodass man hier an diesen großen Bäumen gar nicht rankommt. Ich müsste jetzt den perfekten Winkel finden, um das abbauen zu können. Von daher, jeder, der sich jetzt denkt, oh Mann, ey, ich muss für das angebliche Free-to-Play-Spiel Geld bezahlen, um tatsächlich irgendwelche Vorteile zu erhalten. Nee, so einfach ist es dann doch nicht. Mit dieser einfachen Standard-Steinaxt, die jeder normale Spieler am Anfang bekommt, also auch jeder Free-to-Play-Spieler, mit der kann man das abbauen. Die großen Bäume mit der anderen Spezialaxt hat man Pech gehabt. Traurig, traurig ist das. So, wir fällen jetzt einfach mal diesen Baum hier so nebenbei. Es springt relativ viel Holz raus und die Zahlenwerte, die ihr da unten seht, die wirken jetzt im ersten Moment wahrscheinlich recht viel. Also normalerweise denkt man ja, wenn man an Minecraft sich zurückerinnert, wenn man ein Stück Erde rausschlägt oder ein Stück Baum abschlägt, bekommt man auch ein Stück Holz raus oder ein Stück Erde raus. Hier ist es nicht so, ihr bekommt wesentlich mehr, braucht allerdings für die Herstellung auch wesentlich mehr. Also um Zinn Bronze einzuschmelzen, nein, ihr wisst schon, Kupfer einzuschmelzen, braucht ihr zum Beispiel 100 Kupfererz, um dann einen Band draus zu machen. Deswegen relativiert sich das hier schon alles wieder. Ist halt, bei größeren Zahlen kann man mehr mit Zufall spielen. Ist doch viel lustiger. Und jetzt habe ich diesen Baum abgebaut. Auch der wird sich irgendwann selbst regenerieren. Er ist gefällt. Schade, schade, schade. So. Und weil das jetzt alles so viel Spaß gemacht hat, in diesem Tier 1 Gebiet, ich könnte mal noch nach oben rennen. Vielleicht sehen wir dann noch ein bisschen was von der Wüste. Ich kann jetzt natürlich mit dem ganz normalen Holz und dem ganz normalen Stein nichts weiter anfangen. Deswegen gibt's hier an der Seite schon die Möglichkeit, was ich mit den Materialien machen kann. Also, aus Holz zum Beispiel. Ich habe jetzt die verschiedenen Holz. Einmal das normale Holz. Dann das Birdwood. Und hier hätten wir Stripwood. Und hier drüben seht ihr, was für Bretter ich letztendlich daraus herstellen kann. Also mit welcher Maserung, mit welcher Textur letztendlich auf den Dingen, die ich erschaffe, wie das auszusehen hat. Denn auch der Dirt, also die normale Erde, die ich abgebaut habe, die kann eben als Gras, als etwas dunkleres, vertrocknetes Gras oder eben richtig als Schmutz benutzt werden. Steine, seht ihr hier, die unterschiedlichen Steinmaserungen. Also das ist das, was jetzt schon in dieser Alpha-Version drin ist. Und das könnte ich dann mit diesem Tool hier unten, könnte ich das dann hier hinsetzen, so ein Block. Wenn das hier mein Land wäre, was es nicht ist. Und könnte dann mit diesen Blöcken eben und diesen unterschiedlichen Texturen was daraus bauen. Dazu gibt's noch Vorlagen, die ich mir selbst erstellen kann, die ich mir aber auch von anderen Spielern holen könnte. Und natürlich kann man das Ganze als Runden, als Kugeln herstellen, als Würfel und mit Ecken, Spitzen. Ihr seht, es wird dann alles Zeit für ein anderes Video, in dem ich mich dann ausführlicher damit beschäftigen werde, wie ich hier wirklich kreativ endlich mal was bauen kann. Ich habe die ganze Zeit den Vergleich zu Minecraft gebracht, weil ich glaube, Minecraft, ich habe es viele, viele Monate ignoriert als Spiel. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, meine Güte, kann das denn wirklich Spaß machen? Und auch wenn ich früher gerne Aufbauspiele gespielt habe, wenn ich bis heute als 30-Jähriger sehr gerne mit Lego spiele und bastle vor allem, konnte ich mir bei einem Minecraft nicht so richtig vorstellen, warum man sich da hinstellen sollte und basteln, basteln, basteln und, keine Ahnung, hunderte von Ressourcen abbauen sollte, tausend und aber tausende Stunden rein investieren sollte. Mittlerweile weiß ich,
was daran Spaß macht. Und genau dasselbe gibt's eigentlich auch schon in EverQuest Next Landmark. Also dieser Effekt hat jetzt schon bei mir trotz vieler Bugs und trotz fehlender Spielelemente, die irgendwann drin sein sollen, was hier noch alles fehlt, der Effekt hat jetzt schon bei mir eingesetzt. Es liegt unter anderem auch daran, dass es unglaublich schön aussieht. Es mag jetzt keine Next-Gen-Grafik sein, aber für das, was es letztendlich für ein Grundgerüst drunter steckt, ist das hier schon recht schön. Figuren, unglaublich hübsche Disney-Charaktere, so nenne ich sie einfach mal. Und die Spielwelt selbst besteht eben wie Minecraft aus einzelnen Blöcken. Ich kann das nochmal zeigen. Ihr seht jetzt diesen gelben Block. Und besteht aus vielen dieser kleinen gelben Blöcke, die natürlich größer dann, ne, größere Formationen ergeben. Und was Sony im Gegensatz zu einem Minecraft oder im Gegensatz zu Mahjong gemacht hat, ist, sie runden diese ganzen Blöcke ab. Und zwar geht das, warte, das kriege ich hin, da. In den Optionen kann man nämlich diese Glättung der einzelnen Blöcke der Kuben ausschalten. Und dann lädt die ganze Spielwelt nach. Und ihr seht, wie, was unter dem, was das Grundgerüst dieser Spielwelt ist. Wie in Minecraft Voxel. Ist das nicht hübsch? Und wer möchte, kann diese Spielwelt eben auch so spielen. Oder benutzt eben den Zauber der Glättung. Aber ich glaube, dadurch erklärt sich mit dieser Sichtweise, mit diesem Blick aufs Spiel, erklärt es sich wesentlich besser, was ihr von EverQuest Next Landmark zu erwarten habt. So, wenn ihr hier eben anfangt, Dinge abzubauen, dass ihr dann eben nach und nach diese Blöcke rausschlagt und so dann auch in der Spielwelt eure eigenen Gebäude oder Maschinen eben bauen dürft. Dazu gibt's noch, das seht ihr hier an den Bäumen, sogenannte Props. Das sind Dinge, die von den Entwicklern entworfen werden, die man auch als Spieler in die Spielwelt reinsetzen kann. Also auf den eigenen in den eigenen Gebieten kann man dann eben Blumen setzen, wenn man vorher die Rezepte dafür gelernt hat, kann Bäume setzen, kann die rotieren, kann die größer, kleiner skalieren, wie man es möchte. Und die sind dann von Grund auf eben schon so smooth. Und mit dieser kleinen Einführung in dieses Tier 1 Gebiet, in dieses Grundgerüst des Spiels, will ich euch entlassen für dieses Video. Und wir sehen uns bestimmt demnächst in einem anderen, weiteren EverQuest Next Landmark Video wieder. Bis dahin sage ich ciao, ciao.